So, Gude! Heute zeige ich euch, wie wir eine Photovoltaikanlage auf ein Gartenhäuschen mit 1,8 cm Dachschalung und Dachpappeeindeckung montieren. Das wird mit einem Aufdachmontageset montiert. Und ich würde sagen, schaut es euch einfach an und nach dem Intro geht's los! So, erstmal haben wir alles hingelegt, ausgemessen, wo es hin soll und dann für die Halter entsprechend Löcher durch die Dachpappe und die Dachschalung gebohrt, metrische Schrauben mit Unterlegscheiben von oben durch den Halter, durch das Dach durchgesteckt und von unten mit Unterlegscheiben und Muttern gekontert. Die Montageschiene, auf der die Photovoltaikpaneelen montiert werden, an den Edelstahlwinkeln befestigt. An diesem Montagewinkel, der auf das Dach geschraubt wird, ist nochmal ein extra Winkel mit einer Schraube verbunden, auf der man dann mit oder in zwei Achsen die Montageschiene bewegen kann. Einmal zum Dach hin oder vom Dach weg. Und einmal zum First hin oder zur Dachschräge nach unten hin. Da montieren wir schon die weiteren Winkel für die zweite Schiene. Zusätzlich haben wir zu den metrischen Schrauben noch ein paar Holzschrauben in die Dachschalung geschraubt. Einfach, damit es noch mal ein bisschen mehr Stabilität gibt. Die Winkel, die an dem Befestigungswinkel für das Dach montiert sind, die haben wir ganz ausgefahren, um den größtmöglichen Abstand zum Dach zu bekommen, damit die Paneelen hinten dran hinterlüftet sind. Den Abstand haben wir schon fix und fertig festgezogen und diese Feinjustierung, wo die Montageschiene für die Paneelen auf dem Winkel aufsitzt, die ist noch lose, um später die Feinjustierung vornehmen zu können. Jetzt montieren wir die Klemmhalter auf der Montageschiene. Die sind mit Widerhaken versehen, sodass man die einklipst und dann eigentlich auch nicht mehr rausbekommt. Das heißt, man macht die Endkappen von der Montageschiene ab und kann sie dann rausschieben. Dann haben wir das Photovoltaikpanel einfach mal auf die Montageschienen Probe gelegt, haben ausgemessen, wo die Klemmhalter in etwa hin müssen. Und als dann alles gepasst hat, haben wir die Montageschiene an dem Montagewinkel fix und fertig festgezogen. Abstand
von der oberen Schiene an die untere Schiene gemessen, dass der gleich ist und auch dort die Montageschiene an den Winkeln fix und fertig fest angezogen. Dann haben wir die Mitte ausgemessen von den Schienen und den mittleren Klemmhalter positioniert. So dass man grob die Position für das Panel schon vorgegeben hat. Als dann alles soweit passt oder gepasst hat, haben wir das Ganze mit Dachpappe abgeschweißt, sodass kein Wasser in die Bohrlöcher vom Befestigungswinkel eindringen kann. Ganze dann logischerweise viermal an allen vier Haltern. Und so sieht die Unterkonstruktion aus, wenn sie fertig ausgerichtet ist und kurz vor der Belegung mit den Paneelen ist. Wichtig, wie hier zu sehen ist, dass die Paneelen so dicht aneinander geschoben sind, dass sie an dem Klemmhalter in den Ecken anliegen, sowohl an dem inneren als auch später an dem äußeren. Verlängerung der Anschlüsse der Paneelen nach unten geführt und am Wechselrichter angeschlossen werden. Kabelbindern an dem Erdungskabel zusammengerafft, sodass das ein einigermaßen sauberes Verlegungsbild ergibt. Wechselrichter schon mal angeschraubt und das Kabel schon mal grob vorgerichtet. Jetzt die Anschlusskabel von dem Panel mit dem Kabelbinder zusammenfassen und den Wechselrichter mit dem Haken aufhängen.
Anschlusskabel von dem Wechselrichter noch verlängern, an den Balken mit Schellen befestigen. An der entsprechenden Stelle das überschüssige Kabel wieder zusammenraffen. Habe ich dann mit einem Kabelbinder wieder zusammengebunden und ebenfalls mit dem Haken an den Balken wieder befestigt. Die Fritz-Decksteckdose eingesteckt und den Schuko-Stecker eingesteckt. Dann darauf warten, dass ich die Steckdose mit der Fritzbox verbindet. Wenn es grün leuchtet, ist das der Fall. Und wenn man dann alles an der Fritzbox eingerichtet hat, kann man das über das Smart Home Modul an der Fritzbox abrufen. Also wie viel die Anlage momentan produziert, wie viel sie an der zu Spitzenzeit produziert hat und so weiter. Und wie immer, wenn euch das gefällt, was ich mache, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ich mache, ob es Verbesserungsvorschläge gibt. Und abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keines meiner Videos mehr. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!